Willkommen zu einem neuen Part von Lego City Undercover. Wir sind hier stehen geblieben mit dem Boot von von unserem Chef sozusagen. Und wir mussten jetzt zur Apollo-Insel fahren und mal gucken, was uns da erwartet. Bist du auf der Insel angekommen, Fahrer? Ja, Sir. Gut. Du musst was klauen. Und zwar einen Mondbuggy. Hä? Was hast du denn gedacht? Dass ich dich zum Eis holen schicke? Wäre super gewesen. Verschaff dir Zutritt zum Weltraumzentrum und klau den Mondbuggy! Wieso auch nicht? Ich sollte mich besser verkleiden, um da reinzukommen. Ja. Von hier aus schicken die Raketen ins Weltall, oder wie? Okay. Wir wissen natürlich das Passwort. Und ich steige in dieses schöne Teil hier. Ach du Scheiße. Das lässt sich ja richtig schlecht fahren. Auch nicht zu schnell. Wo müssen wir hin? Oh je. So, hier sind wir aber schon richtig. Noch schön einpacken. Nö, reicht schon. Oh, eine Kiste. Vielleicht finde ich sogar einen Raumanzug. Das wäre so cool. Ja, das wär's. So, jetzt gucken wir erstmal, was in der Kiste ist. Eine weitere Kiste. Okay. Mit einer versteckten Fähigkeit. Ich wette jetzt mal, das wird unsere neue Fähigkeit. Nicht ohne Grund hätte man uns die Kiste gezeigt. So, hier können wir einbrechen. Und ich hoffe, das geht von dem Mikrofon her. Ich muss halt noch gucken, wie weit ich davon wegsprechen muss, dass es sich gut anhört. Ihr könnt mir das ja mal in die Kommentare schreiben, ob es so besser ist oder nicht. So. Muss man halt auch gucken, ob ich laut genug bin, weil dieses Spiel ist halt so, da ist der Ingame-Sound irgendwie lauter als von anderen Spielen. Das heißt, bei Super Mario Maker zum Beispiel, ist der Ingame-Sound nicht so laut, sodass man meine Stimme problemlos hören kann, aber hier weiß ich das jetzt nicht. Okay, wir haben blaue Farbe und Dynamit. Was machen wir jetzt damit? Mal gucken. Jetzt hier nochmal reingucken, ob da noch was ist. Ja, da scheint was liegen zu bleiben. Ja, gut, dass ich schon nochmal geguckt habe. Der Schrank, wo wir immer unsere Verkleidung herbekommen. Schnell das hier kaputt machen. Und es ist... Chase McCain, Astronaut. Ja, es ist wirklich ein Astronautenanzug. Gut geraten. Und... Yeah. Sieht richtig cool aus. Und wir haben sogar eine Waffe. Yeah, damit können wir uns verteidigen. Okay, nicht weiter spielen, wir müssen gucken, wie wir weiterkommen. Ach ja, die Kiste. Jetzt können wir die auch benutzen. Hier, dieses schöne Astronautensymbol. Und die funktioniert so. Die Kiste zeigt uns Farben und die müssen wir in der
richtigen Reihenfolge aktivieren, also so wie es uns angezeigt wurde. Und dann löst die was aus. In dem Fall kommen aus dem Nichts Bauteile, die wurden irgendwie hierher teleportiert. Das ist nett. Aber natürlich nicht die richtigen Bauteile, das heißt, wir müssen das erstmal färben. Dafür haben wir aber die blaue Farbe. So, jetzt können wir auch hier hochgehen. Den schönen Wandsprung. So. Hier ist auch eine schöne Figur. Die könnte ich jetzt wegspringen. Aber ich mache das nicht, sondern hebe es mir für die 100% auf, dass man das ein bisschen sortierter machen kann. Ist vielleicht dumm, denken sich jetzt die einen Leute. Ich bin mir auch noch nicht so schlüssig, ob das wirklich gut ist, aber ich glaube jetzt mal, die Leute, die das Spiel zu 100% spielen wollen und jetzt auf mein Let's Play gestoßen sind, die wollen nicht jeden Part gucken. Und dann so die ganze Zeit überspringen, bis halt eine Sache ist, die man einsammeln kann. Sondern ich will versuchen, so wenig wie möglich einzusammeln. Und in den späteren Parts dann wirklich nur Parts haben, wo ich halt nur nach den Sachen suche und die Sachen einsammeln. So, das können wir auch mit den Astronauten benutzen. Das ist nämlich ein Teleporter. Und Spezialauftrag. Fiese Astronauten. Sieht nach einem coolen Spezialauftrag aus, wo im Weltraumzentrum. Da haben wir ja von irgendeiner Person im Papalados Eisdiele einen Tipp erfahren, wenn wir da sind. Aber wie gesagt, dieser Tipp ist, oder eher gesagt, dieser Spoiler ist für die 100% wichtig. Ich verstehe nur nicht, warum wir das so geheim machen sollen und wieso geben sie uns nicht einfach den Mondbuggy, weil der ja nur ein kleiner Schritt. Perfekt. Weil der ja dafür da ist, dass man einen Verbrecher schnappt. Der ist irgendwo in der Nähe von da. In der Mitte des Shuttles. Ja, okay, Mondbuggy ist auch ein bisschen übertrieben. Okay, wir müssen an dem Mondbuggy drankommen. Hey, ich bin ein Polizist. Wieso zeigst du denn nicht einfach deine Marke? Chan will, dass ich einen Mondbuggy klaue. Wow. Leider bin ich im Kontrollraum und der Buggy ist im Shuttle, umgeben von den ganzen Technikern. Jetzt ist auch das Dynamit weg. Auf dich ziehen. Wozu sollte das denn das gut Dynamit. Sein? Weil sie dann in den Kontrollraum kommen und werden. Die Farbe ist natürlich auch weg. Okay, ich drück da mal ein paar Knöpfe. Was soll schon Schlimmes passieren? Ja. So, was bekommen wir jetzt? Teleporter. Ich will wissen, wie das festgelegt wird. Von einem Teleporter in seine Atome zerlegt zu werden, kitzelt irgendwie. Hier ist wohl eine Abkürzung. So, das Problem ist auch immer, ich versuche so wenig wie möglich anzustoßen, weil da natürlich hier 100% drinstecken können. Wie jetzt auch hier. Aber ich muss halt auch gucken, wo es weitergeht. Das sieht aber gut aus. Oder auch nicht, nee. Das sind auch so Zwischenmissionen, da muss man zum Beispiel Bilder hier machen oder so. Dinger bauen. Bereite Rakete für den Triebwerkstest vor. Überprüfe Sicherheitsmaßnahmen. Und ja, Handbremse ist angezogen.
Okay, nein, das will ich nicht bauen. Von unserer Kiste, die wir was zu uns bringt. Oh, falsch. Ich glaube, hier ist das so, dass hier der Knopf immer einmal benutzt wird. In der 3DS-Version kann man zum Beispiel auch zweimal blau und dann einmal grün, einmal gelb haben. Also, da ist eigentlich mehr Variation noch drin. Ah, das ist dieser Farbautomat. Ideale Raketenflugbahn wird berechnet. Berechnete Richtung der Flugbahn aufwärts. Dann geht diese Tür hier auf und wir können hoch auf die linke Seite. Da ist eine Lücke auf der Strecke. Ja, das ist schlecht. Hier ist auch wieder so ein Bild. Wie kommen wir jetzt Junge, da dran? Was bin ich froh, dass meine Armbanduhr nicht so eine Batterie braucht. Ich glaube, wir brauchen Dynamit. Da oben, da oben. Man muss immer genau hingucken. Nee, wir brauchen kein Dynamit. So. Okay, wir bekommen den Dynamit. Funktionstüchtigkeit des Duftbaums wird überprüft. Ich bestätige, Kiefernfrische aktiv. Wiederhole, Kiefernfrische. Sehr schön. Zwei auf einmal. Na, du hängst die ganze da unten fest. Jetzt muss und dann bist du auch erledigt. Ich all die Arbeiter aus dem Hangar kriege. Wie machen wir das? Okay. Das muss hier dran. Erstmal alles kaputt machen. Die Computer zu zerstören war wohl nicht die Lösung. Ah, hier ist was. Aber cool, dass hier auch so eingebaut sind, zum Beispiel die Computer sind nicht die Lösung. Das ist echt. Hat was von Detailheitsgrad. Aber also die Objekte sind auch immer ein bisschen gleich. Ach ja, jetzt weiß ich es wieder. Die kommen hier oben hin, ne? Ja, genau. Da, wo die Lichter sind. Dann habe ich schon mal zwei Stück. Sehr gut. Und das letzte. Ein Techniker muss mal die Einspritzentriegelungsklappe überprüfen. Und dann brauche ich noch einen Techniker, der mir erklärt, was zum Henker eine Einspritzentriegelungsklappe ist. Vielleicht der Getränkehalter? Wo ist das dritte? Ja, die dritte Batterie. Ich glaube, das soll eine Batterie darstellen. Da ist sie. Ich frage mich aber, wer die versteckt hat. Und damit können wir uns teleportieren. Ja.
Wollte gerade sagen, das war knapp. Aber trotzdem runtergefallen. Bestände der Flugverpflegung werden überprüft. Brezel-Situation kritisch. Bestand von Schokolade und Süßigkeiten adäquat. Softgetränke-Nachschub gewährleistet. 5 Geschmacksrichtungen. Davon 2 Light. Ja, das könnte Ihre Aufmerksamkeit erregen. Hoffe, dieser Schacht da oben führt zum Hangar. Ja, das habe ich auch. Wow, das Energieniveau ist enorm gesunken. Alle Techniker bitte sofort zum Systemcheck in den Kontrollraum. Die Musik finde ich auch richtig cool im Hintergrund. Ob ich mit meinem Führerschein auch Raketen fliegen darf? Du bist Polizist, so da ist alles. Naja. Ich meine, du hast einen Astronautenanzug. Ich meine, wenn du schon, wie kriege ich jetzt den Mondbuggy aus dem Shuttle? Da sollte sich Türen aufknacken kannst du nur, weil du eine Räuberverkleidung hast. Und er braucht sicher Strom, oder? Ja, wieso? Ich glaube, ich habe die Stromversorgung unterbrochen. Und jetzt ist der Kontrollraum voller Leute. Okay, warte mal. Im Hangar Hochleistungslaser befinden. Mit deren Hilfe solltest du Energie für das Shuttle bekommen. Schon der Hammer, was man im Internet so alles rausfinden kann. Okay, sonst noch was, das ich wissen sollte? Die jährliche Regenmenge von Lego City? Danke, Ellie. Ich werde nicht getroffen von diesen Hochleistungslasern. Okay, wir gucken mal weiter. Wir müssen irgendwie nach oben kommen. Vielleicht soll ich das mal machen. Ja. Schön versteckt. Weil sich das erstmal alles ausdenken, finde ich richtig cool. Aber ich weiß gar nicht, ist Lego Movie das einzige Spiel, was komplett in Lego ist? Also ich kenne jetzt wenige. Aber... Oder andersrum ist Lego City Undercover das einzige Spiel, was nicht ganz aus Lego ist. Könnte ja auch sein. Ich weiß es gar nicht. Immer der Laser folgen. Ah, hier ist so ein Riesenknopf. Hier können wir was bauen. So. Da ist auch noch was. So. Was bekommen wir jetzt? Okay, noch einer. Den müssen wir jetzt nur noch umfärben. Laser 1 aktiviert. Laser 1 aktiviert. Sehr gut, jetzt fehlt nur noch der zweite. Rot, brauchen wir das? Ich meine nicht.
So, den Laser müssen wir hier irgendwie umlenken. Aber wie? Wie komme ich nach da unten? Ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas übersehen. Okay. Damit kann ich eine weitere... Ja, wie nennt man das eigentlich? Einen weiteren Spiegel, sage ich jetzt einfach mal. Der das reflektiert. So. Das Teil muss ich nur noch hier hinschieben. Laser 2 aktiviert. Basisfunktionen des Shuttles aktiviert. Da stehen ja noch Leute, oder wo kommen die plötzlich her? Die waren doch vorher noch gar nicht da, oder? Da bin ich blöd. Weil das ist ja auch noch für Dynamit. Da, der Typ, was macht der da? So, das ging jetzt schnell. Okay, dann vielen Dank fürs Angucken. Im nächsten Part geht es hier weiter. Und mal gucken, ob wir den Mondbuggy wirklich so einfach stehlen können. Bis zum nächsten Mal.